Das war bei Ja, willst du auch ein paar Deckers. Nicknacks zu deinem Bier? Oh, Nicknacks, ja, Mann. Ich hatte schon ewig keine Nicknacks mehr. Ich glaube, das letzte Mal, als du die Anfangszeit, wo du nicht geraucht, wo du aufgehört hast zu rauchen, ne? Ja, und das ist jetzt schon locker wieder ein halbes, dreiviertel Jahr her, wenn nicht noch länger. Welche findest du besser, die normale oder die Barbecue? Also bei den beiden definitiv die Barbecue. Und welche ich auch sehr, sehr geil Echt? finde. Aber da muss ich Bock drauf haben und das geht auch nicht immer, sind die mit Wasabi. Banane, Die Digga. sind auch super lecker. Aber da kann ich, die kann ich nicht so reinspachteln. Das ist wirklich, da muss ich mal Bock drauf haben, dann fresse ich eine so eine Packung und dann brauche ich aber auch ein halbes Jahr keine mehr. Fertig. Das ist noch leer und hier sind sie gerade dabei. Kennst du den Brezelsnack? Weiß nicht. Das sind, naja, so normale Brezeln. So, naja, klein gehäckselt. Oder was heißt klein gehäckselt, aber in große Stücke gehäckselt. Und die sind mit Zwiebel-Honig-Geschmack, Alter. In die Dinger Klingt könnte auf ich jeden mich Fall geil. reinlegen. Es klingt auf jeden Fall geil. Auf dein Strohthema nochmal zurück, ne? Wir können einen hohen Heuhaufen machen, der hat aber bloß ästhetischen Wert mit 16 Stroh. Also wir machen einfach 400 Stück davon. Aber ich glaube, einen hier in die Ecke könnte Ach, später da noch mache ganz ich meinen cool ausschauen. Assassin's Creed Sprung rein, ja. Genau. Oh, das wäre so lustig, wenn du das machen könntest. Ich meine, in dem Spiel sind so unheimlich viele Easter Eggs eingebaut. Eigentlich müsste es gehen. Also wir haben jetzt 21 Bronzebahnen, 20 Kupferbahnen Nice, nice. und 18 Eisenbahnen. Hammer. Läuft doch. So, weißt du was? Ich mache einfach einen breiten Weg. Dann bin ich, glaube ich, mit unserer Feldgegend fürs erste Jahr auch sehr zufrieden. So, der Feldbereich ist fürs Erste komplett fertig. So wie ich mir das vorgestellt habe. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Oh, ich find's wirklich schön. Außer dass hier noch ein bisschen Gras wächst. Da müssen wir fast noch ein bisschen mehr Weg hinmachen. Eigentlich hätte das Feld so ein Müh weiter rüber gemusst. Na, scheiß drauf. The more you work, the hungrier you get. Dann mache ich einfach Weg, dass da nichts wächst. Tüdelü, tüdelü, Ich bin ja froh, dass Wege keine Rohstoffe kosten. Nein, du musst tüdelü. jetzt erst Das wäre ja 400 ein bisschen Kieselsteine komisch, sammeln. Alter. Du musst jetzt 400 Kieselsteine sammeln, damit du das hier auskippen kannst. Okay, ich habe sonst nichts Besseres zu tun, klar. Dann würde ich den hier auch noch so Müll Ich baue erstmal anpassen. die ganzen Oh, Erze I could ab. eat a horse. Ja, ich habe mitbekommen, dass du ein Pferd essen könntest. Wer? Ich. Der jammert mir die ganze Zeit die Ohren voll. Oh, I could eat a horse. Ich glaube, ich habe ein bisschen Hunger. Dann können wir hier vielleicht so ein bisschen Plantage später, so zwei, drei Bäume immer. Ja. Da können wir Felder erweitern. Zwei Felder sind komplett fertig. Eins ist. Ja, gut, gedünnt haben wir das ja. Aber die haben auch noch einen Tag Zeit. Oh, I could Das eat a kriegen die easy horse. hin. Ich esse und trinke jetzt erstmal. Kompost haben wir mehr als genug, das müsste reichen. Also eigentlich, ja. Sind wir da erstmal durch.
So, Fladenbrot, 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 Fladenbrot. Also mit 4 Fladenbroten bist du voll. War sehr gut, dass wir da ordentlich hergestellt haben. Das dürfte uns eine ganze Zeit reichen. So, ich wasche mich jetzt einfach in deinem Zuber. Dann hast du meinen Dreck. Ich habe mich da auch gerade gewaschen. Das heißt, du kriegst meinen Dreck ab. Gut. Ich habe mich schon gewundert, warum ich mich nicht so sauber fühle. Dann könnten wir rein theoretisch, wir haben doch jetzt wieder neue Gebäude freigeschaltet. Zum Beispiel Schmiedestufe 2, Werkstattstufe 2 wollten wir auch. Oh Gott, die kostet Stämme. Ich mach's noch nicht. Wir haben aktuell nicht so sonderlich viel Stämme. Haben wir nicht schon... Wo ist denn Gewinnung? Holzschuppen 2, das dauert halt noch voll lang. Hast du den Dings schon gebaut? Den was? Die Lager Stufe 2. Da wir dafür auch viele, viele Holzstämme brauchen, aktuell noch nicht, da würde ich tatsächlich erstmal warten, bis wir da ein bisschen einen Vorrat aufgebaut haben. Wir haben aktuell 19. Ich will halt den Holzschuppen Stufe 2, weil dann hätten wir 2 Holzfäller. Dann würde es halt deutlich schneller gehen. Ich packe in der Zeit einfach schon mal Steine in die Häuser und dann können wir dann nach und nach mal einen Stamm reinknallen. Oder soll ich bei dir mit abbauen? Nee, die Minus abgebaut. Okay. Wenn ich das jetzt mache, haben wir keine auf Steine Salz mehr. Hab ich halt eben. Ich gehe mal davon aus, du bringst wieder Stein mit, oder? Du könntest in der Höhle liegen, überall Steine rum. Ich habe immer die Steine rausgeschmissen. Ich komm tragen. Weil dann können wir hier im Forstweg praktisch die Steine schon mal in die Häuser reinballern. Und wenn wir mal Stammüberfluss haben, können wir so ein Haus nach dem anderen fertig machen. Oh, ich habe keine Fackel dabei. Cool. Bin sehr klug. Ich war hier noch nie drin. Moin. Moin. Das ist Salz. Weich. Okay, jetzt bin ich erstmal. Du dürftest wahrscheinlich mehr. Ich habe jetzt einstecken gerade 94. Ein bisschen was könnte ich noch, aber. Na, wobei, komm, ich mach mich komplett voll. Die 4 gehen auf jeden Fall. Ich kann auch noch mal zurückkommen. Wie viele muss ich denn ablegen, dass das geht? 4. Ich komme jetzt mit 111 Steinen, ich baller die direkt in die Häuser rein. Mach das, ich gehe dann die restlichen holen. Alter, 111 Steine, das ist krank. Das darfst du keinem erzählen, du. Rein, ich glaube, in den Grabungsschuppen passen, glaube ich, 2, oder? Wir könnten, müssen jetzt nicht, aber wir können demnächst gerne hier auch noch ein Haus schon mal hinstellen und noch jemanden für den Grabungsschuppen holen. Mhm. Wobei ich glaube, das haben wir aktuell nicht nötig. Da würde ich fast eher überlegen, für den Anfang einen zweiten Holzschuppen zu bauen, dass wir schon mal 2 Holzfäller haben. Und wenn wir dann den Holzschuppen 2, also auf Stufe 2 haben, können wir halt 4 Holzfäller machen, da haben wir immer genug Holz. Wobei wir dann vielleicht sogar fast zu viel Holz haben. Kann man zu viel Holz haben?
Mm-mm. Im Zweifelsfall kannst du es umbauen, umarbeiten zu Sachen, die man verkaufen kann. Ja, dann vielleicht nehme ich das mal in Angriff. Grüner Hintergrund, grünes Bild ist jetzt natürlich auch super für ein Greenscreen, ne? Wobei es geht, ich dachte, das wird schlimmer. Ich bin sehr zufrieden. Naja, das Bild hat ja nichts mit deinem Greenscreen zu tun. Wenn du aber grün angeschienen wirst, bist du trotzdem in einem Grünton, der gefiltert wird. An den Augen sieht man es ein bisschen und manchmal auch am Headset. Jetzt so gesagt, Alter, ich gebe dir mein grünes Razer-Headset, Junge. Dann hätte ich im Stream vermutlich einfach nur keins auf. Have you ever done any quest for the king? Also pass auf, ich hatte 111 Steine, jetzt habe ich noch 45. I don't want to be lonely anymore. 66 pro Haus, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ist aber, finde ich, trotzdem ganz gute Quote. Ist machbar. Oh schön. Hier ist gerade einer vorbeigelaufen, der gesagt hat, er ist so froh, dass er sich hier niedergelassen hat. Da gibt mir die Hose das Herz auf. Ich und die schön, Hose, wa? Ja, eigentlich beides, wenn ich ehrlich bin. Ich finde es halt schön, dass sie sich hier wohlfühlen. Nicht so wie ich. Ich wünschte, ich wäre woanders. Auf Arbeit? Auf jeden Fall, klar. Aber sonst geht's dir gut, ja? Bist du nicht mehr ganz sauber? Ja. Doch, ich war vorhin duschen. Ja, ja. Aber ich habe seitdem bestimmt noch mal ein bisschen geschwitzt. Ich habe dreckige Sachen getan. Auf die ich nicht stolz bin. Ich habe mein Bier noch nicht mal offen. Hallo. Alter, dafür. Servus. Dafür kriegst du den definitiv jetzt, Alter. Was? Oh nein, nicht schon wieder. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Stimmt, ich wollte ja auch noch, da wollte ich noch was hinzufügen, ne? Bei den Stempeln. Habe ich noch gar nicht gemacht. Mache ich vielleicht morgen. Weißt du, was das Lustige ist? Was denn? Warte, aber jetzt. Hat ganz schön lange gedauert, bis er ausgerüstet. Ja, kann manchmal passieren. Ich glaube, ich habe dann die restlichen Steine, sonst ist hier... Nee, sonst ist hier nichts mehr. Mine ist leer. Dann aktiviere ich mal kurz meinen Autopiloten, dann kann ich mein Bier aufmachen. Prost!
Achso, ich musste die Rest. Ich musste die restlichen Barren musste ich in die reinschmeißen. Ich würde die eigentlich sowieso gar nicht da drüben lagern, ehrlich gesagt. Ja, aber du benutzt sie da ja hauptsächlich. Ja, aber im Endeffekt, ich brauche sowieso auch dann immer irgendwie Holzstämme, also muss ich so oder so ins Lager. Und später könnten wir rein theoretisch ja auch wieder einen Dorfbewohner da arbeiten lassen und dann muss dann bloß Werkzeug für den rein. Und ich glaube, der braucht dann Hammer oder so. Ja, frische Luft, schön. Autopilot ist was Schönes. Gefällt mir. Lauf doch an dem Stein vorbei. Ich kann sogar. Stell dich nicht an. Ich kann sogar Autopilot rennen machen. Ja, ich kann da tricksen, dadurch, dass ich ja die Tastatur an beiden Rechnern angeschlossen habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel laufen, also W drücke, und das gedrückt halt, während ich den Rechner wechsle, dann bleibt das eingerastet. Drückt man doppelt W. Ja, ich weiß, da macht er das auch. Teilweise. Also irgendwie ging es zumindest beim letzten Mal, jetzt geht's gerade nicht. Ist ja auch egal, aber irgendwie geht's. Aber das mit der Einrastfunktion nutze ich halt in allen Spielen. Bin da inzwischen dermaßen daran gewöhnt, dass ich das halt sowieso so machen würde. Weil ich habe nämlich auch gerade erst herausgefunden, dass ich doppelt L3 drücken muss. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das... ich muss laufen und dann doppelt Sprint drücken, dann läuft er weiter. Ich glaube, wenn du nochmal Sprint drückst, dann sprintet er. Nee, dann hört er auf zu laufen bei mir. Es ist seltsam. Ganz wild. Weil wenn ich doppelt L3 drück, dann läuft er normal und wenn ich dann nochmal L3 drücke, dann sprintet er. Okay. Okay. Wie lange ist es denn noch bis zum nächsten Jahr? Wir haben jetzt den dritten Tag vorbei, also noch 2 Tage. Komplette Tage. Hast du jetzt eigentlich alles in Bronze hergestellt? Nö, ne? Alles, was wir aktuell herstellen können, ja. Wir haben 4 Spitzhacken. Die Scheune hat 4 Hacken und 4 Sensen. Und was war noch? Ich glaube, mehr habe ich in Bronze, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet. Glaube ich. Müsste ich nachgucken. Aber so vom Prinzip das Wichtigste. Das Wichtigste hätten wir aktuell, glaube ich. Weil für einen Bronzehammer, bin ich ehrlich, bin ich zu geizig. Der Kupferhammer tut es halt auch, der ist recht gut. Eventuell Bronzemesser für die Jagd, aber wir haben halt sowieso schon total viel Fleisch, also ich glaube jetzt nicht wirklich, dass es notwendig ist. Also von daher, das würde ich jetzt alles erstmal so lassen. Zumindest solange wir halt noch Werkzeuge da haben. Mach ich das? Ja, komm. Ich hole mal kurz Stein. Ich mache die Häuser mit Stein soweit fertig, dass wir wirklich nur Holz brauchen. Und ich glaube auch die Bretter stelle ich ein bisschen um, dass wir ein bisschen mehr Bretter. Nee, wir brauchen einfach. Ich glaube, wir brauchen einfach wirklich einen zweiten Holzfäller. Ich denke, das macht mehr Sinn.
Dann setze ich einfach direkt nochmal eine Blaupause. Ja, das Problem ist halt eben, du brauchst halt eben für alles, was du machst, brauchst du Stämme, ne? Ja, eben, deshalb dachte ich einfach. Werkzeug, Häuser. Ich hätte ihn halt eigentlich gerne gegenüber, wenn ich den. Hier ist natürlich zu uneben. Oh Mann. Wenn ich den so. Das ist auch doof, wenn ich den hier hinterpack. Ist auch doof. Wenn ich das jetzt aber abwechsel mit dem Holzschuppen, dann Jägerhütte und dann nochmal Holzschuppen, finde ich eigentlich doof. Ach komm, ist egal. Willst du mal... Okay, dann pass. 6 Holzschuppen, mach ich gleich. Da müssten wir aber sowieso mindestens ein Wohnhaus nochmal fertig bauen für einen zweiten Holzfäller. Ein paar Stämme haben wir. Ich bin gerade auf dem Weg nach Kurikikiko. Willst du schon wieder Eisen klauen? Ja. Und die Kupfer und Zinnerze will ich da verkaufen. Wäre mal interessant zu wissen, ob das Eisen überhaupt nachspawnt. Warum sollte es nicht? Das ist halt eben eine Mine, ne? Das heißt, müsste eigentlich rein theoretisch müsste es nachspawnen. Bei ja, einem neuen Jahreszeit. Hast du das abgebaut da drin? Eisen? Komplett. Oder hast du es gefunden? Ja, komplett. Nein, ich habe es abgebaut. Ach so. Ja, okay, dann muss es nachgespawnt haben. Okay, ich dachte, du hast es da gefunden, weil... Ach schön, es ist ja in der Mine, dementsprechend kann... Ja. Ich habe nichts gesagt, alles gut. Gedächtnis wie ein Sieb, Junge. Nee, ich habe es einfach nicht gecheckt, weil wenn das nur eine Höhle ist, sage ich ja trotzdem auch, dass es eine Mine ist. Weil es im Endeffekt ja trotzdem eine Mine ist. Echt? Mhm. Also wenn ich Mine sage, meine ich auch Mine. Ungelogen. Aber das bei uns ist doch auch eine Mine. Ja, aber ich sag zu einer normalen Höhle, nicht Mine. Aber das bei uns ist eine normale Höhle. Nein, das ist bei uns eine Mine. Nein, das ist nicht, das ist eine Höhle. Hinten. Eine Mine ist es erst, wenn wir eine Mine davor bauen. Scheiße. Jetzt bin ich aber gerade... Oh, scheiße, jetzt weiß ich. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen fatalen Fehler gemacht. Oh nein. Oder? Jetzt, warum fehlt denn hier ein Stein? Ich habe doch gerade... alles mit Stein gemacht. Salz. Bist du Eisen? Eisen. Oh, den Eiseneimer. 1, 2. Okay, wir brauchen noch 6 Stämme und 48 Bretter. 6 Stämme, 48 Bretter, 8 Stroh, das kann ich schon mal machen. Wird auch langsam unser Dörfchen. Ich glaube auch, das wird am Ende relativ gut. Kupfer ab. Salzader ab. Dann verkaufe ich alles, was ich hier drin kriege, bis auf das Eisen. Wenn du jetzt überhaupt verkaufen kannst, ist es mitten in der Nacht. Pennen doch alle. Ja, komm, bis ich fertig bin. Ach komm, wieder Eisen. Obwohl, ich könnte es eigentlich abbauen und vorne hinlegen, ne? Oh, wobei es ist 3:25 Uhr. Ja, dann lege ich das nämlich vorne ab. Dementsprechend mehr abbauen.
brauchen 6 Stämme. 12 Stämme. Nochmal 3. 15 Stämme, okay. Ich denke, das bekomme ich hin. Nur nicht mehr mit der Axt. Haben wir noch eine Kupferaxt zufällig da? Ja, 8 Stück, klar. Klar. Tü. Aber womit konntest du denn jetzt deine Dings upgraden? Sag ich mal, dein Gewicht? Warte, das war Fertigkeiten. Ich glaube, bei Gewinnung kommt ein Maultier. Und das habe ich auf 3 von 3. Mit Maultier kriegst du pro Level nochmal 5 Kilo mehr. Also das lohnt sich schon. Ja komm, da kriege ich wenigstens ein bisschen mehr Holz. Ein bisschen mehr als Birke. Wolf, wo? Da hinten. Ciao. Ich nehme die Beine in die Hand. Tschüss, Wolf. Mann, ey, einmal, wenn man gerade irgendwie bisschen Holz hacken will. Ich will nicht mit Birken farmen, das dauert so lang. Bleibt uns aber halt eben leider nichts anderes übrig. Ja, hier sind ja auch wirklich nur Birken. Ja, wir haben ein komplettes Birkenlager um uns herum. Was ein Scheiß, wenn. Ja, wobei das zumindest mal eine Eiche. Buche. Ahorn ist das, Ahorn. Weil davon müsste ich halt bloß 4 Stück fällen, dann haben wir genug. 1. Ah, hier sind mehrere Ahorn. Sehr gut. Zwei. Drei. Ich weiß noch, in der ersten Staffel habe ich in meinem Dorf oft Ahorn gefällt und dann lag irgendwann auf einem Dach ein Stamm so ungünstig, dass ich nicht mehr rangekommen bin. Der lag da einfach für immer. Hat mich damals sehr geärgert. Ich weiß. Das war richtiger Abfuck. So, dann den. Dann nehmen wir dich noch mit. Wirklich, weil mir der Stamm gerade ein bisschen auf den Fuß gerollt ist. Ich chill mal kurz. Bisschen ausruhen. Ich lehne mich da einfach nur an. Da die Schmiede benutzen, das wäre ja geil. Boah, keine Ahnung. Habe ich nie ausprobiert. Aber ich will es wissen. Halt mich auf dem Laufenden. Nein. Fuck. Wenn du... Du hast geklaut und wurdest erwischt. Hm? Du hast gerade geklaut und wurdest dabei gesehen. Echt? Ja. Dadurch geht unsere Reputation runter. Ja, die Tür ist offen. Und wenn die Leute im Haus sind, würde ich es auch nicht machen. Wenn du aber gerade in einem Dorf bist, schau mal, ob da irgendjemand aktuell ist mit Gewinnung auf Stufe 3. Ja, ich kann den noch nicht verkaufen.
Das wäre nämlich sehr praktisch für uns. Wie viel Reputation haben wir verloren? 20. Also es ist jetzt nicht schlimm, aber wir sollten halt aufpassen. Gewinnung war... Das mit der Spitzhacke. Also das erste, glaube ich. Stufe 2, Bauerstufe 3, Bauerstufe 3. And now it's dry. Ja. Do you have your eye on anyone? Gewinnung 1, Gewinnung 2. So ein Schauchen im anderen. Jäger 3. Ja. Ich glaube, Jäger brauchen wir nicht. Wir haben so viel Fleisch. Ich glaube, wir haben bloß einen Jäger. Was hat denn dein Bauer? Die haben alle 3. Also alles, was bei uns arbeitet, ist Minimum auf 3. Sonst futter ich schnell was und gehe mal in einem anderen Dorf schauen, ob da was am Start ist für uns. Vielleicht wasche ich mich vorher auch nochmal. Man ist immer so schnell dreckig gefühlt, ich habe gar nichts gemacht. Was ich mal schauen wollte, wir können ja die anderen Häuser alle auf Jahreszeiten einstellen. Warum geht denn das mit den Feldern nicht? Da muss ich das ja jede Jahreszeit einzeln machen. Ja, ist doch doof. Okay, hier komme ich nicht hoch. Dann nehme ich die übliche Abkürzung, die war da hinten.